Hallo Minecraft, hallo Mephisto 2051. Hallo Leute, jetzt wieder MacQuisto 2051 und wir sind wieder bei Verona auf dem Skycraft-Server, Sky-Factory-Server, und wir müssen heute eine kleine Rettungsmission unserer Grabsteine vornehmen, da wir beide am Ende der letzten Folge doch gedacht haben, wir segnen mal noch das Zeitliche. Genau, und deshalb geht es jetzt bei mir auch gleich schon los. Ich mache hier mal Wasser nach unten. Mephisto hatte das auch schon, aber der... Ja, ich war schon unten, aber ich wusste nicht, dass ich nicht am Wasser weiterbauen kann. Ergo muss ich mich erstmal dahin graben, bauen. Und dann dort ablassen. So, ja, doch. Okay, ich habe Wasser platziert. Ich bin jetzt mal da rein und eigentlich müsste ich gleich auf meinen Grabstein stoßen. Wenn du dich da runter baust und das Holz platzierst, achte darauf, dass dich das Wasser nicht von der Plattform spült. Oh, da fallen schon die ersten Squids runter. Gut, dass die einem nicht wehtun. Überleg mal, du schwimmst da, das Ding haut dich und du fällst ins Nirvana. So, jetzt kommt die interessante Frage. Okay. Ich werde eine riesige Holzplattform errichten. Oh. What? Wir sind aus der Welt gefallen. Zum Glück haben wir da unten, weil mich das Wasser von der Plattform gespült hat. Ja, nee, bei mir steht, ich bin aus der Welt gefallen am 300 so und so vielten Tag. Bei dir? Gerade. Nicht gesehen, die Nachricht. Ich bin rausgefallen. Ja. Du auch? Nein, aber ganz kurz vorm Weggespült werden. Ich muss das anders machen. Ist das das ätzend? Blöcke. Rescue. Rescue. Ja, ich hab jetzt. Ah, da ist gerade auch ein Squid runter. Und der nächste. Oh, das Wasserschwimmen dauert so ewig. Ja. Nein, bleib doch stehen. Okay. Atmen muss man leider auch noch. Sodla. Jetzt meine Axt hätte, könnte ich das dumme Holz auch schneller abbauen. So. Nein, jetzt habe ich zu wenig Holz. Oder? Vielleicht reicht. Aber wenn ich das jetzt dahin mache. Doch, das müsste gehen. Ah! Geil, ich habe das Wasser meiner Meinung nach eindeutig nebendran gesetzt, aber es ist leider auf mir rausgekommen. Das geht doch nicht, was ich dachte. Scheiße. Brauchen wir Fackeln? Haben wir noch Fackeln? Und spawnen hier gleich auf meiner Rettungsplattform Monster und ich kann nichts dagegen machen. Obwohl, wenn es dunkel ist, kann ich mich jetzt endlich mal ins Bett legen. Wo hast du das Bett schon wieder hingemacht? Müsste auf der... Oh Gott, ich weiß nicht. Ist auch genial. Du hast dich letzte Folge extra ins Bett gelegt, um deinen Spawnpunkt zu machen und hast dann einfach mal das Bett wieder abgebaut, oder wie? Steht es nirgends oben? Ich sehe es nicht. Dann habe ich das hier unten in meinem... Ach, dieser Kacke ist doch das. Also in letzter Zeit machst du nur Mist, ich wollte es mal gesagt haben. Ja, irgendwie nicht richtig konzentriert, ne? Ich komme nach oben. Aber wir haben ja Wolle, Strings. Haben wir schon Morgengrauen? Ne. Ne, gerade Sonnenuntergang. Gerade erst Nacht ab. Sonnenuntergang. Dann ja. Dann mache ich kurz zwei Betten. Weil Strings haben wir ja genug. So. Warte mal, am Erstickungstod vorbei. Ich stelle mal zwei Betten in Richtung Wohnplattform.
Ja, die darfst du aber nicht an der Monsterfalle hinstellen, die solltest du vielleicht also ins Gemüsebeet platzieren. Ja, die stehen auf der anderen Seite, auf der großen Plattform. Ja, was wollte ich denn? Ich wollte doch irgendwas holen. Betten machen. Da ist wieder das Hühnchen. Lachte es. Nein. Nach dem Frust. Ja, was kann denn das Hühnchen dazu? Nix. Ja, eben. Pech vom Hühnchen. So, ich muss jetzt hier noch weiter rausbauen. Ich gehe einfach das Risiko ein und versuch's. Interessant. Was auch immer so shocking war. Ah. Keine einzige dumme Fackel dabei. Na, was machst du? Wie, was mache ich? Mein komisches Ding hier. Das schwimmt einfach weg. So, und das Essen, das ist noch wichtiger. Boah, auf den Schreck brauche ich einen Keks. So, ich habe meinen Scheiß wieder. Ich noch nicht. Und schon haben wir eine Spinne gespawnt, ja. Eine Spinne gespawnt da unten und sie fällt in den Tod, sehr intelligent. Warum läuft das Wasser hier alles drumherum? Willst du mal mein Wasser oben wegmachen? Ach, du bist noch gar nicht oben. Komm mal, ich bin gleich oben, So, wir haben dazu jetzt da unten im Dunkeln eine Plattform, wo Monster spawnen, aber okay, ist. Das kann ja wohl nicht sein, hey. Wie das Wasser hier um das Zeug rumläuft. So, ich entferne dein Wasser, ne? Ja. Will sich nicht entfernen lassen, jetzt. Und noch ein Keks. Ich bin nur froh, dass ich meinen Krams wieder hab. Ja, ich auch gleich. Wasser hast du weggemacht, oder? Ja, das dauert immer ein bisschen, bis das weg ist. Kennst du doch. Das fließt halt nicht schneller. Nein! Nein! Und er ist wieder nein, tot. Nein, 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 nein. Still alive. Noch. Nein! Bleib da. Genau hier stehen bleib. Fang bitte an, I Will Survive zu singen. Dann muss ich an dieses uralte Video mit dem Alien und der Disco-Kugel denken. Fail. So. Wo bleibt mal das gucken. Wasser? Komm runter, geh weg. Hier ist schon klar, dass du ohne mich jetzt nicht mehr hochkommst. Ja, ich weiß. Aber das Risiko muss ich wohl eingehen. Ohne goldene Karotte und einen Kerzenleuchter. Papier. Ich hoffe nur, dass das Wasser irgendwann mal weg ist. Wie sieht's denn aus? Kannst du mal rüber gucken? Ja, aber erst sortiere ich gerade noch den Kram so ein bisschen ein. So, ich komme mal gucken. Das ist für den Enderman da oben, der will dir Hallo sagen. Ey, der Arsch hat das Feld kaputt gemacht. Gleich zwei Blöcke. Ah, jetzt brauche ich mich nicht an den Rand. Den Zaun sieht man nichts. Ich guck von der anderen Seite. Jetzt ist ich kann Bock wieder runterzufallen. Ist weg. Hab's. Irgendwie ging's. Ich sehe überhaupt nichts. Ich weiß nicht, wo du bist. Ja, das Wasser ist weg. Passt schon. Ja, aber ich sehe dich nicht. Ja, ich stehe im unter der. Im unter der, okay. Unter der Holzplattform. Ich habe immer noch diese geilen Todesmeldungen hier. Ich habe keine Ahnung, wo die herkommen. Achso, wo ist das normale Chat? T müsste ich auch noch umlegen. Jetzt zwei, dreimal, dass ich aus der Welt gefallen bin. Ich mir genau das eine Mal in der letzten Folge rausgefallen und dann, als ich unten mit dem Wasser war, kurz vor Tod kam da und die Anzeige, du bist tot, du bist tot. Ja. Dieses seltsame Holzkonstrukt da unten gebaut? Ja. Okay. Ja, du hast wenigstens eine schöne Plattform gebaut.
Ja, natürlich. Einfach eine ganz normale Plattform. Drei in jede Richtung, damit auch bloß nichts runterfällt. Und Rapunzel, fertig. Rapunzel, lass mal dein Wasser herunter. Ah, ich war gerade auf Toilette. Das dauert aber jetzt, bis ich da wieder genug machen Hey, ich kann. hab drei Eisen. Drei Und wie viel Eisen, zwei Flint hast du? Tinge. Hä? Wie viel Flint? 18. Ja, ich hab's wieder in die Kiste zurückgepackt. Sag mir, wenn du das Wasser runterlässt. Nicht, dass ich dann gleich wieder weggespült werde. Gib mir Oha. Mühe, das hier zu bekommen. Remove, 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 remove. Wasser, Wasser, Wasser habe ich den Eimer. Den Eimer habe ich wahrscheinlich wieder weggepackt. Rapunzel, Rapunzel, lass dein Haar herunter. Ja. Warte mal, wo kommt denn das an? Irgendwo in der Nähe wird es schon sein. Da kannst du reinspringen. Nein. Kartoffeln kann man, glaube ich, so nicht essen, oder? Doch, doch. Ungebacken. Ja. Das ist nicht giftig. Nein, nur die giftigen Kartoffeln sind giftig. Okay, also in echt würde ich keine rohe Kartoffel essen. Warum nicht? Denn nicht so sonderlich gesund. Da bist du viel Also wirklich stärker. nicht. Capacitor, yeah. LED. Eigentlich Blei sieht aber aus wie so ein Strick. Seltsamer Kram. Funds arrive. Ne, wie geht das? Ich hab's geschafft, ich bin Fange auch nicht oben. an zu singen. Warum nicht? Das tue ich den armen Zuschauern nicht an. Hab's geschafft, ich bin oben. Ist noch ein Keks. Bitte, bitte, bitte. Hier kommst du her, kriegst du einen Keks für. Bitte. Oh, ich habe alle Kekse gegessen. Nein! Nein, 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 halt, 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 halt hier. Weißt du, Ein wenn du Keks. wenigstens vorher noch die Flint verlangen würdest, aber. Siehst du? So nett bin ich zu dir. Guck Kriegst du so beim Keks. hier. Hier in die Kiste. Noch ein Sack. Oh Gott, ich weiß gar nicht, wo der ganze Kram hin soll. 19 Flint sind drin. Na, jetzt könnte ich meine Sachen reparieren. Hast du Ich auch gerade. wieder. So, liebe Leute. Ich Das bedanke war mich fürs unsere Zuschauen. Mini-Rettungsmission. Genau. Und ich futter jetzt noch den Keks. Lecker. Benimm dich wenigstens den Röps nicht immer so nach dem Essen. Bis zum Toll. nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao. Minecraft. Ciao. Und tschüss. Ja, Leute.